Shalom und herzlich willkommen. Heute starten wir die neue Videoreihe Wortschatz und Wissenswertes. Das erste Video heute lautet Rosh Hashanah oder das Posaunenfest. Zu Beginn schauen wir uns jetzt einige Worte an, wo wir mit diesem Fest zu tun haben. Als erstes hätten wir Dvasch. Dvasch. Das ist der Honig, dann haben wir Rimon, Rimon, das ist der Granatapfel, wir haben ein Schuffar, Schuffar, das ist die Posaune, wer sie kennt, sie wird aus einem Widderhorn meistens gemacht, und wir haben noch das Talit. Talit, das ist der Gebetsmantel oder der Gebetsschal. All diese Dinge kann man in Zusammenhang mit Rosh Hashanah bringen, dem jüdisch-rabbinischen Neujahrsfest. Jetzt schauen wir uns das Wort Rosh Hashanah mal genauer an. Oben seht ihr von rechts nach links geschrieben Rosh Hashanah. Auf Deutsch würde man es das neue Jahr aussprechen. Aber im Einzelnen betrachtet ergeben die Worte ein völlig anderer Satz. Zu Beginn haben wir Rosh. Rosh. Das ist der Kopf, sowohl beim Menschen als auch bei einem Tier. Als nächstes kommt der Buchstabe Hey, das H, was in diesem Fall der Artikel ist, der, die, das. Aber ich habe des unten geschrieben im Deutschen, dass es einen Sinn ergibt. Und als letztes haben wir das Wort Shana. Shana. Zusammen heißt es Kopf des Jahres. Das neue Jahr. Ich habe gerade eben extra betont, dass es das jüdische, rabbinische Neujahr ist. Wenn wir in der Bibel schauen, lesen wir etwas völlig anderes. In 2. Mose 12, 2 lesen wir: Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Wer sich in der Bibel auskennt, weiß, wie es auch hier steht, dass Mose und Aaron noch in Ägypten waren und zu dieser Zeit das Passahlamm geopfert wurde, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und dies war der erste Monat, der Monat Aviv. Aviv bedeutet Frühling. Also sehen wir, dass das biblische Neujahr im Frühling beginnt, wenn draußen wieder das Leben beginnt, wenn die Bäume erwachen und die Tiere, nicht wie es fast der Rest der Welt feiert, im Dezember, im kalten Winter, wo draußen alles tot ist. Also lesen wir hier in der Bibel, dass der erste Monat im Aviv beginnt. Aber was wird jetzt diesen Monat in Israel gefeiert? Wo können wir es in der Bibel sehen? Im 3. Mose 23, 24 lesen wir: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Im 7. Monat, am 1. des Monats, also der erste Tag, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Gelb unterstrichen haben wir das Wort Hörnerschall, wo zu Beginn, wie wir das Schofar gesehen haben, ein besonderer Ton namens Trua geblasen wird. In der hebräischen Bibel steht hier, wo wir Hörnerschall im Deutschen haben, auch das Wort Trua. Der Ton Trua kann man gerne auf YouTube nachsehen und sich anhören, hat meistens damit zu tun, dass
zum Krieg ausgerufen wird. Unter anderem. Wie einige von euch wissen, bin ich Christ und ich folge mehr, was die Bibel sagt, anstatt was die Rabbiner vorgeben und was die Tradition hier sagt. Deshalb möchte ich euch jetzt zeigen, was es mit dem Rosch auf sich hat, mit dem Beginn des Jahres. Links seht ihr ein Stierkopf und rechts das heutige Aleph. Beide Zeichen haben die gleiche Bedeutung. Zu Zeiten Abrahams sah das Aleph aus wie ein Stierkopf. Das ist das Paleo-Hebräisch, das Alphabet. Das hebräische Alphabet hat drei Epochen, sage ich mal, hinter sich. Zuerst sahen die Buchstaben aus wie Tiere, wie ihr es bei dem Stierkopf seht. Dann kam ein mittleres Alphabet, das ich jetzt nicht hier eingeblendet habe. Und heute benutzen wir die Buchstaben so, wie sie rechts aussehen. Also, der erste Buchstabe, das Aleph, ist der Stierkopf, der Rosch. Daher kommt das Wort. Und jeder Buchstabe im Hebräischen hat einen Zahlenwert und eine Bedeutung. In dieses Thema möchte ich jetzt nicht zu so sehr reingehen. Deshalb, lasst es mich sagen, der Rosch, quasi der Stierkopf, ist der Führer, der Anführer, der Erste. Und damit möchte ich jetzt auch eine Überleitung zu der Bibel wieder aufnehmen, zum Neuen Testament. Und zwar seht ihr hier der erste und der letzte Buchstabe von dem Paläo-Hebräisch. Das ist der erste Buchstabe links das Aleph, der Stierkopf. Und rechts seht ihr das Taf, der letzte Buchstabe. Das ist das Kreuz. Der erste und der letzte. In der Offenbarung 1,8 lesen wir: Ich bin das A und das O, quasi das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jetzt wurde das Neue Testament im Griechischen übersetzt und dort ist das Alpha der erste Buchstabe und das Omega der letzte Buchstabe. Aber Jesus und alle Apostel waren Juden und sie haben sowohl Hebräisch als auch Aramäisch gesprochen, bestimmt auch Griechisch einige. Aber da wir die Bibel als Ganzes sehen und nicht unterteilt, können wir hier auch lesen, dass Jesus sagt: Ich bin das Aleph und das Taf, der Anfang und das Ende. Und wir sehen, das Aleph, der Rosch, Jesus ist der Führer. Und das Taf, das Ende. Quasi sehen wir hier, dass wir in diesem Vers und im hebräischen Alphabet schon den Heilsplan Gottes sehen, dass der Führer an das Kreuz geht. Das war das erste Video des neuen Themas Wortschatz und Wissenswertes. Hier schauen wir uns verschiedene Dinge an, sowohl die Festtage, verschiedene Städtenamen und, wenn ihr wollt, schreibt auch etwas in die Kommentare. Wenn ich daraus ein Video machen kann, mache ich es gerne. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, lasst ein Like und ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute und Shalom.